Als die Tür der Liebe am Salzburger Dom am 28. Juli des Jahres 1958 feierlich eröffnet wurde, da hat man nicht einmal im Traum an ein Konzil oder an einen Papst wie Johannes den 23. gedacht. Aber schon im Juli 1958 stand beides vor der Tür unmittelbar. Nur wir wussten es damals noch nicht. Und heuer, 2013, hat sich Anfang März auch noch niemand im Traum gedacht, dass ein neuer Papst vor der Tür steht, der noch kurz vor seiner Wahl seinen Kardinalskollegen des Konklaves eine ordentliche Predigt gehalten hat. Und er sagte unter anderem Folgendes: In der Offenbarung sagt Jesus, dass er an der Tür steht und anklopft. In dem Bibeltext sagt Bergoglio, in dem Bibeltext geht es offensichtlich darum, dass er von außen klopft, um hereinzukommen. Aber ich denke, sagt Bergoglio, an die Male, wenn Jesus von innen anklopft, damit wir ihn herauskommen lassen. Eine egozentrische Kirche beansprucht Jesus für sich drinnen und lässt ihn nicht nach außen treten. So die Predigt Bergoglios an seine Konklavekollegen. Am 29. September 1963, also vor 50 Jahren, hat die zweite Sitzungsperiode des Zweiten Vatikanischen Konzils begonnen. Man fragt sich heute, was hat sich seitdem wirklich verändert? Ich denke, was sich wirklich verändert hat, können nur ältere Menschen in seiner Tragweite erkennen und spüren, weil sie das früher gekannt haben. Manche werden vielleicht die Reform der Liturgie nennen, die in diesen Tagen vor 50 Jahren verabschiedet wurde in der Konstitution Sacrosanctum Concilium als erstes Dokument des Konzils. Das auffallendste Kennzeichen erleben wir jeden Sonntag und auch sonst, die Verwendung der Landessprache und der dem Volk zugewendete Priester. Andere werden, wenn sie gefragt werden, was bleibt für dich vom Konzil, was spürst du als Gebliebenes, als Frucht, werden vielleicht die höhere Wertschätzung der Bibel anführen. Andere die neu formulierte Würde und Verantwortung der Nichtamtsträger, die so unglücklich Laien genannt werden und wo man jetzt versucht, einen neuen Begriff einzuführen mit Kirchenbürger und Kirchenbürgerinnen. Aber weitaus weniger wird von der neuen Zuwendung der katholischen Kirche zu jenen Menschen und Gruppen geredet, die aus welchen Gründen auch immer dieser Kirche nicht angehören, die draußen sind. Von der Hochachtung und dem Respekt, ja der geschwisterlichen Haltung allen gegenüber, die in der Kirche vor nicht allzu langer Zeit noch Heretiker, abgefallene Atheisten oder gar perfide Juden genannt wurden, jetzt nach dem Konzil ist mit ehrlicher Gesinnung von getrennten Geschwistern die Rede, von suchenden Menschen guten Willens und von den älteren Brüdern im Glauben. Und den Muslimen gilt das Angebot des Konzils heute mehr denn je und man lasse sich vom Gift
des zerstörerischen Islamismus nicht davon abbringen. Den Muslimen gilt das Angebot, alte Feindschaften beiseite zu lassen und gemeinsam zum Schutz und zur Förderung der sozialen Gerechtigkeit und des Friedens und der Freiheit für alle Menschen einzutreten, wie das Konzil es formulierte. Ähnlich aktuell dann die Erklärung über die Religionsfreiheit. Da wird die Würde jedes Menschen angesprochen, der zufolge in religiösen Dingen niemand gezwungen werden darf, gegen sein Gewissen zu handeln. Aber auch niemand daran gehindert, seinem Gewissen auch öffentlich zu folgen. Und so hat es Johannes der 23. noch auf dem Sterbebett seiner Kirche aufgetragen, die Rechte der menschlichen Person und nicht nur diejenigen der katholischen Kirche zu verteidigen. Und noch ein Satz von ihm: Man muss vor allem die Freiheit anderer Menschen achten. Gott tut es auch. Denn die Zeit ist in Bewegung und ändert sich. Und damit ändern sich auch die vielbeschworenen Zeichen der Zeit. Das ist ein Wort, das nicht nur vor 50 Jahren Gültigkeit hatte. Es hat auch heute Gültigkeit, die Zeichen der Zeit zu erkennen. Und dieses Kennwort des Zweiten Vatikanums findet sich ja bereits im 16. Kapitel des Matthäus-Evangeliums. Da wird erzählt, wie die geistlichen Führer jener Zeit an Jesus herantraten und von ihm zum Beweis seiner Sendung ein Zeichen vom Himmel verlangten. Er aber wies sie mit schroffen Worten zurecht. Das Aussehen der Wolken am Himmel wisst ihr zu deuten, aber nicht die Zeichen der Zeit. Also, für uns gilt, nicht in die Wolken schauen, sondern in die Gesichter der Menschen. Dort sind die Zeichen der Zeit zu erkennen. Und dem entsprechen recht deutlich die ersten Worte von Gaudium et Spes. Kirche in der Welt von heute, jenem Konzilsdokument, das die heftigsten Debatten ausgelöst hat, damals und, wenn man will, auch heute noch. Und dort heißt es: Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi. Und es gibt nichts wahrhaft Menschliches, sagt noch immer das Konzil, das nicht in ihren Herzen, der junge Christi nämlich, seinen Widerhall fände. Und in diesem Jahr, heuer, jährte sich zum 50. Mal auch die Veröffentlichung eines der bedeutendsten päpstlichen Dokumente, die je die Mauern des Vatikan verlassen haben. Es ist nur leider auch so gut wie vergessen. Die Enzyklika Pacem in Terris, Frieden auf Erden, das Vermächtnis von Johannes dem 23., das er wenige Wochen vor seinem Tod der Welt und allen Menschen guten Willens überantwortet hat. In ihr hat Johannes der 23. die soziale Verantwortung der Kirche angemahnt für ein friedliches, gedeihliches Zusammenleben und ernennt, oder diese Enzyklika nennt, die ja unter ganz starkem Einfluss von ihm ganz persönlich entstanden ist, nennt die vier Säulen des Friedens: Wahrheit, Gerechtigkeit, Liebe und Freiheit. Vermutlich war es sein Wunsch, dass sein Friedenskonzept auch Eingang in die Texte seines Konzils finden mögen, was ja auch dann geschehen ist. Und eine neue Besinnung für uns heute auf den succo vitale, auf den lebendigen Saft dieses Textes, der vor 50 Jahren entstanden ist, wäre sehr angeraten, dass das heute geschieht mit der nötigen
historischen Differenzierung. Er ist vor 50 Jahren geschrieben. Und was daran spricht für uns heute in gleicher Gültigkeit? Wenn man heute vom Konzilspapst spricht, muss man auch auf diese Enzyklika verweisen, die den zwei überaus wichtigen Konzilsdokumenten Humanae Dignitatis, Religionsfreiheit, und die Kirche in der Welt von heute gerade hinsichtlich der Menschenrechte wesentliche Impulse gegeben hat. Nur ein Beispiel: Pacem in Terris fordert vor 50 Jahren die Anerkennung von Würde und persönlichen Rechten von Flüchtlingen und spricht von einer Pflicht der Staatenlenker, ankommende Fremde aufzunehmen und dem Vorhaben derer entgegenzukommen, die sich einer neuen Gemeinschaft anschließen wollen. Noch einmal die vier Säulen des Friedens. Im Kleinen gelten sie wie im Großen, in den Familien, in den Partnerschaften, genauso wie in der Welt. Freiheit, Wahrheit, Gerechtigkeit und Liebe. Statt Liebe sagen manche Solidarität. Ja, manche verwenden das alte Wort heute nicht mehr, aber früher Kumpanei. Das ist an sich ein schönes Wort. Es kommt von Kumpanei, von Kumpane. Mit dem Brot, das Brot teilen. Und es gibt in Sotto il Monte, in der Kirche, wo Johannes der 23. getauft wurde, einen Altar, und auf dem Altarstein steht geschrieben: «E lo conobbero allo spezzar del pane», und sie erkannten ihn am Brot brechen. Wir müssen erkannt werden am Brot brechen. Seien wir, das zum Schluss, seien wir im kommenden Jahr Hüterinnen und Hüter der Tür, der Schwestern und Brüder. Seien wir auch Hüter unserer Hüter und segnen wir unsere Hirten, so wie wir uns von ihnen segnen lassen. Seien wir im Verein mit dem heiligen Johannes, dem 23. Hüter unseres Bruders Franziskus und unserer Welt. Amen.